Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishu? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja? William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Was ist denn los? Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dadjishu in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das wäre alles. Du kannst los. Okay, dann wollen wir mal ein bisschen suchen. Karte des Wiesenauer Hauptquartiers. Was haben wir hier? Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Bobbys Brief, das schauen wir uns mal an hier. Könnt ihr euch auch durchlesen, wenn ihr wollt. Na, einfach pausieren. Und dann lesen. So, zack, 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 zack. Mal hin. So. Gut, bisschen im Schnelldurchlauf machen wir das jetzt hier. Warte nicht. Also ich stelle wieder irgendwas her. Was stelle ich her? Oh, eine Rüstungsverbesserung. Eieieiei. Ich bin gepanzert wie ein Panzer. Alter. Ist ja nicht mehr normal. Was haben wir noch? Kann ich hier noch irgendwas einsacken irgendwie? Kann ich mit dir reden? Nee. Hey Soldat. Sie halten die Tür zum Archiv verschlossen, weißt du? Aha. Ich glaube, Wyatt hat den Schlüssel. Aha. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich will noch mal nach oben. Was denn das? Schimmelspuren kommen aus der Belüftung. Wo ist der Einlass? Ist verschlossen. Was ist das? Auch verschlossen. Okay, dann nach oben. So, was haben wir denn hier? Irgendwas hier mitnehmen? Irgendwie, keine Ahnung, was. Okay, da können wir rein. Machen wir aber noch nicht, denn ich gucke mich noch ein bisschen hier um. So, hier ist auch nichts. Nein. Oh. Auch hier pausieren nochmal und dann lesen, wenn ihr wollt. Wenn ihr lustig seid. Ja, das wär's dann hier. Mal ein bisschen weiter nach oben. Kann ich eigentlich nochmal hier. Schimmelreiniger. Sie wollen es hier sauber halten. Aha. Ich könnte hier da rein. Was kann ich hier machen? Achso, nochmal spülen. Einfach mal so, weil ich es kann. Spülung geht jedenfalls noch. Komm einfach mal rein hier. Kann ich hier irgendwas machen? Achso, hier kann ich wieder Messer üben. Ah, ich kann nochmal mich hinlegen. Wenn es jetzt nochmal dieses Oldschool-Wolfenstein ist, dann werde ich das auf jeden Fall ein bisschen besser machen. Ja, das ist das. Okay. Gut. Jetzt werde ich mich mal ein bisschen mehr anstrengen. Und nicht einfach die ganze Zeit mit Akimbo hier rumeiern. Wie so ein abgefuckter Mongo. Was haben diese Skelette eigentlich zu sagen? Gar nichts, ne? Wie früher. Ist wahrscheinlich wirklich einfach die ganze Zeit nur Deko gewesen. Okay, hier ist nochmal ein Medipack.
Hier waren ja die ersten Gegner irgendwie, ne? So ein bisschen besser hier anstellen jetzt hier. So, die Munition nehme ich mit. Wir haben auch nur eine Pistole. Also MG ist nicht. So, kein Ding. Da. Ach, kommst du vorgerusht, du alte Sau, ha? Aber nicht mit mir, meine Befreund. So, okay. Ich kann auch messern. Cool. Was haben wir hier? Und von links kam ja dann auch noch einer irgendwie. Genau, bin da. Hier bin ich irgendwie verreckt dann. Aber jetzt nicht. Jetzt stelle ich mich mal ein bisschen besser hier an. Muss ja auch mal sein. Ja, ja. Oh, was haben wir hier? Ist es ein Sniper? Ne, normales Sturmgewehr. Ist auch gut. Supi, supi, supi. Gut. Hätten wir schon mal eine dickere Wumme. Bloß ist die nicht so wirklich gut, weil die ein bisschen hochzieht und so. Also mit der Pistole war ich ein bisschen präziser, aber die macht natürlich nicht so wirklich viel Schaden wie das Sturmgewehr. Kann ich das auch benutzen irgendwie? Ne. War auch wie früher in Wolfenstein, da konnte man ja auch mal die Gemälde benutzen und dann haben sie sich verschoben und keine Ahnung was. Alter! Sag mal hier, Rüstung, Medipack, oh, sehr, sehr nice, Bitches. Hier kann man nichts machen. Frag mich, was am Ende auf mich wartet. Ich selbst habe ja Wolfenstein Oldschool, so nenne ich es jetzt einfach mal, nie so wirklich durchgespielt früher. Ich höre wem. Der ist dahinter. Der ist wahrscheinlich direkt hinter der Tür. Dachte ich mir. Alter. What the fuck, ey. What the fuck. Leider keine Munition mehr. Für das Sturmgewehr, oder? Na, okay. Müssen wir eben jetzt damit weiterleben jetzt hier? Oh. Aber vielleicht kriegen wir jetzt wieder Munition. Für das schöne Sturmgewehr. Ich glaube, das ist Munition, ne? Für das Sturmgewehr, ja. Jawohl. That's very nice, bitches. That's very nice. Einfach immer schön an der Wand rumlaufen. Wer weiß, vielleicht kann man ja immer wieder mal irgendwas verschieben. Ich glaube, das lade ich auch nochmal manuell irgendwie hoch. Manuell. Einfach mal so. Just for the lulz. Und jetzt gibt es bestimmt ein paar Leute, die danach suchen. Und ja, dann haben sie es halt, ne? Dann haben sie es. Ich hoffe mal, ich schaffe auch diese Scheiße. Wäre hammer geil. Wenn ich das durchspiele. Kann man nicht benutzen. Was haben wir hier? Aha. Da ich ja unendlich Munition habe. Okay, geht nix. Da geht nix. Okay. Alter. So ein... Ne? Ihr wisst ja Bescheid, ne? So eine miese Säuer, die kommen einfach von hinten. Ist ja auch einer? Ne. Alter, die haben mir ein bisschen abgezogen, ne? Von AP. Wehe, jetzt kommt einer wieder von hinten, ey. Okay, okay. Perfekt. Es ist überhaupt auch nicht so leicht, jetzt hier gerade zu spielen und sich perfekt zu konzentrieren und überhaupt, weil es ja arschheiß ist und das ist so Hammer. So. Supi, haben wir geschafft. Hammergeiler Scheiß.
Ach, guck mal, hier sind sogar noch ein bisschen Bilder hier. Aber ich finde ja irgendwie, ne? Hätte ja irgendwie noch was kommen sollen, irgendwie. Von wegen, hey, Glückwunsch, du hast es geschafft, irgendwie, kriegst eine Rüstungsverbesserung, God-Mode, keine Ahnung was, aber hier so ein bisschen so hier und das, naja. Egal. Ist ja auch schön. So, dann machen wir mal wieder normal weiter hier. So, das war ja das. Hatten wir ja schon. Gut, hätten wir das auch mal geschafft. Freut mich. Wyatt, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, ich glaube schon. Großartig. Absolut großartig. Was haben Sie da? Erkennungsmarken. Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force. Hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen, aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr. Bester Pilot aller Zeiten, verdammt guter Soldat. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wofür denn? Für das hier. Alles, verdammt, ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren. Alle guten Menschen waren tot. Auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten. Dem verdammten Regime die Stirn bieten. Meinen Sie denn, ich war bereit für so viel Verantwortung? Ich? Meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet. Erinnern Sie sich an Private Prendergast? Der hat alles überlebt. Verdammt zäh. Er starb meinetwegen. Ich habe ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Ich wusste es nicht besser. Wing Commander Fergus Reed. Er hätte einen Plan gehabt. Er hätte so viele vor dem Tod bewahrt. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Ihre Wahl war dumm, ja! Das war sie! Sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut. Ich hätte an jenem Tag sterben sollen, Captain. Und Fergus Reed hätte leben sollen. Ich bin kein Kind mehr, Captain. Ich weiß, wenn Fehler gemacht werden. Hier. Lassen Sie mich allein, hören Sie! Okay. Gut. Hatten wir das auch geklärt. So, jetzt müssen wir scheinbar nach unten, ne? Wegen oben ist ja nichts mehr. Da war ja nur die Tür und ja. Okay, dann ab nach unten mit unserem Arsch. Oder ist hier noch was? Nee. Ab nach unten jetzt hier. So. Obwohl ich ja... Ach, Moment. Das war ja die Tür... ich geh mal nach unten erstmal. Erstmal nach unten. Kann man hier irgendwas mitnehmen irgendwie? Ihr kennt mich ja. Wie so ein verkackter Messi. Nehme ich alles mit. Alter. Mein lieber Scholli. Was haben wir hier? Schimmel. Hubschrauber müssen die Abdeckung weggeblasen haben. Ja. Gucken wir uns einfach mal ein bisschen um. Wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwas hier einsammeln. Noch ein kleines Easter Egg. Ach, guck mal, was ist denn davon los? Paddy ohne mich. Das geht ja mal gar nicht, meine Freunde. Meine Freunde. So, warte mal hier. Aha. Hier ist soweit eigentlich gar nichts. Hier ist gar nichts los. Kein einziges Kabel. Was ein Schimmelfleck. Ich brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Wir müssen hier doch ein paar Werkzeuge haben. Max. Ah, look at this, my friend. Leute! Ja, ich geh mal duschen. Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch Ihren Weg zurück, oder? Alles klar, Klaus. Zurück an die Arbeit. Hier erledigt sich im Allgemeinen nicht von selbst. Ja, ich geh mal ein bisschen baden und hundertprozentig kommen jetzt irgendwelche Motherfucker hier vorbei. Also ich kann mir nicht vorstellen, das ist ein Geschütz. War ja klar. War ja sowas von klar. Das ist mal fucking Geschütz. Was kaputt ist. Bin ich ja mal gespannt, was hier noch so alles ist. Aha. Da geht's entlang. Okay. Geht schon mal nicht. Aha. Ah, guck mal. Battery. Kurz mal aufladen, muss ja sein.
Aufnahme gefunden. Sehr schön. Ist hier noch was irgendwie? Aha. No. Hier ist nix. Das ist ein Geschütz. Mal down, Kollege. Keiner mag dich. Ah. Alter. Automatisch. Das ist jetzt irgendwie eine Art Sturmgewehr oder was? Oder ein MP. Einfach mal losbellern. Wie so ein Rambo-Man oder wie schaut's aus? Oh yeah. Kann man wirklich ein bisschen losbellern. Wie so ein Irrer. Okay. Hab ich ihn? Keine Ahnung. Oh! Einfach mal eine Schrotflinte hier gefunden. Ist ja wunderbar. Packen wir mal gleich aus. Die olle Flinte. Ach komm. Latschen wir mal hier hinten lang. Mal gucken, was hier so ist. Ich will da hin. Jawohl. Was? Mama? Was war das für ein Geräusch? War ein bisschen creepy. Bitte kein Schockmoment. Bitte kein Schock. Nein. Oder? Ich hatte schon, da erschreckt mich jetzt hier irgendwas gleich. Alter! Ui. Boah, scheiß Teil. Dumm gelaufen, oder? Scheiße gelaufen. Eieieiei. Was haben wir denn hier? Aha. Interessant. Aha. Okay. Da kommen wir schon mal nicht rein. Schade. Aber naja. Scheiß der Hund drauf. Und dann eben nach oben wieder. Lalalalalala. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hier? Okay. Interessant. Aha. Okay. Ah. Jetzt schon war schon wieder hier. Ist ja wunderbar. Zurück, Captain Blasco. Ja, ich gehe schon wieder gleich. Hey, kann man nochmal hier runter? Nö. Gut. Dann mal los. So, jetzt wird's ein bisschen laut. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so. Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ich hab einen Stein. Holy moly. Ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Ja, genau. Da lang, ne? Ja.
Wie komme ich denn jetzt zum ollen Max? Er ist immer noch hier am Klimpern. So ein crazy motherfucker. Was haben wir hier? Aha. Interessant. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Was haben wir hier noch? Aha. Gib Anja das Personenregister. Ja, werde ich gleich. Ist ja kein Problem. Was kann ich denn jetzt mit dem tollen Auto hier machen? Ne, nicht so Anja. Anja ist böse. Ich will erstmal wieder zum Maxi. Der hier am Schillen ist. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Oh, jetzt gebe ich ihm sein Spielzeug. Amerikanischer Trottel. Hey, ja, ich gebe gleich. Achso, ich soll jetzt Max Spielzeug finden. Aber ich habe das doch schon hier, Spielzeugauto, oder? Alter Vater, ey. Die Frage ist, die ich mir jetzt gerade irgendwie ein bisschen stelle, wo finde ich sein motherfucking Spielzeug? So ein Dreck. Und ich dachte schon, ich habe jetzt schon sein Spielzeug wegen dieses Spielzeugauto da und... Ach. Moment, muss ich da vielleicht was machen? Nee. Ja. Kann man da durchsehen? Ja. Aber da ist nichts. Okay, vielleicht ist ja da oben irgendwas. Vielleicht ist da oben ja irgendwie das Spielzeug am Start. Irgendwo hier. Vielleicht kann man es ja jetzt einsammeln. Kann man das eigentlich jetzt nochmal machen? Irgendwie? Nee. Okay. Dann. Ja, wo finde ich jetzt sein scheiß Spielzeug? Oh Mann. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Aber ich glaube mal, das ist denn irgendwie hier. Ah! Das Spielzeug. Alles, was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Hören Sie auf zu starren, Beat. Du mach mal hier. Max, ich bring dich nach Hause. Vollcomputer, haha. Was haben wir hier? So, lalalala. Aha. Ha. Okay. Was... Konnte ich da gerade machen? Ich konnte hier irgendwas jetzt gerade hier machen. Ja. Ha. Ah. Oh, ein bisschen heller. Ist ja wunderschön. Aha. 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 Einfach mal ein bisschen umsehen. Okay, kann man... Ach, hier sind wir wieder bei Max scheinbar. Ha, okay. Ab zu Max. So, so. Und da ist er. Ich hab doch Max Spielzeug, was willst du denn? Oh Mann. Mann, ey. So eine Gaga. Ja, sorry, dass es so lange dauert, aber mich würde auch richtig interessieren, was denn passiert, wenn wir ihm das Spielzeug wieder geben. Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwie so eine Rüstungsverbesserung als Belohnung oder wer weiß, ne? Man weiß ja nie. Ist das vielleicht hier irgendwo am Start, das Spielzeug? Schaut auch nicht so aus. Na, unten. Was macht die denn hier? So. Ein bisschen Hunter-Training, immer fit halten und so. Ah, was war mit einer? Da war irgendwas. Da ging gerade irgendwas. Wie es manchmal da ist und dann auf einmal wieder weg. Was war das denn? Ich konnte hier gerade irgendwas wieder einsammeln. Mann. Ah. Da. Achso. Ja, toll. Ole.
Was wird dann so meine zwanghafte Angewohnheit? Ich muss überall spülen, ey, wie so ein Motherfucker. Was? Okay, klettern wir nochmal da oben. Wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwie irgendwas übersehen. Man weiß ja nie. Ja, es dauert jetzt so 10 Jahre wahrscheinlich noch, bis ich endlich das letzte Spielzeug habe. Aber, Wayne. Vielleicht hier irgendwie? Schaut auch nicht so aus. Aber warum kann man hier rein eigentlich? Für was ist das denn gut? Keine Ahnung. Jedenfalls bringt es mir rein gar nichts. Was ist das hier? Aha. Interessant. Aha. Okay. Ja. Cool. Hier ist verschlossen. Ja, müssen wir wahrscheinlich einfach wieder komplett nach unten, ne? Denn da ist es wahrscheinlich dann hier irgendwie. Und sonst war das ja nirgendwo. Ah! Spielzeug. Nice! Gefunden. Sehr, sehr geil. Gut, das helfen wir. Das hätte war. Gleich mal wieder zu Maxi. Kollege, hier hast du. So, so und so. So. Das auch noch da. Jawohl. Und Max. Was für das Max? Oh. Modell freigeschaltet über Max, weiß man. Ja, also sein Name und sein Gewaltmarker aus. Toll. Hallo? Ich warte immer noch, dass ich irgendwas Geiles kriege, anstatt so ein Profil von Max. Aha. Ich nehme das Spielzeug wieder mit und streue es irgendwo hin. Oh, Scheiße. Toll, hat sie aber richtig gebracht, ey. Mann. Statt da kommt jetzt irgendwie so eine geile Cutscene oder keine Ahnung. Na egal. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Haben Sie im Archiv gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Hab etwas. Super Beton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name Seth Roth. Er taucht 3-mal in den Dokumenten über die Dati-Schut auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schut. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz?